Letzte Untersuchung vor dem Eingriff. In den Beinvenen von Rosemarie Adolf fließt das Blut nicht so, wie es soll. Der rote Rückfluss, der dürfte nicht sein. Wenn man hier drückt, das Blaue, das ist ganz normal, das ist der Fluss von unten nach oben. Wenn man loslässt, dann sieht man, dass viel mehr Blut in der Vene zurückfließt, also in die falsche Richtung fließt. Eigentlich sollen Venen das Blut zurück zum Herzen transportieren. Bei den Beinen ist das besonders schwierig, denn das Blut muss entgegen der Schwerkraft nach oben fließen. Der Körper nutzt dazu die Kraft der Beinmuskeln. Wenn wir unsere Muskeln anspannen, wird die Vene zusammengepresst. Und dann gibt es Ventilklappen, die dafür sorgen, dass das Blut nur von unten nach oben fließen kann. Wenn diese Ventilklappen defekt sind, kommt es zu einem falschen Rückfluss ins Bein, sodass der Blutfluss nicht mehr nur von unten nach oben, sondern auch von oben nach unten durch die Venen erfolgen kann. Genau das passiert bei Rosemarie Adolf. Das Blut staut sich in der Vene. Durch den Druck weitet sich diese und bekommt die typische kurvige Form einer Krampfader. Wird sie nicht behandelt, drohen Entzündungen oder eine Thrombose. Die übliche Therapie wäre eine komplette Entfernung der betroffenen Vene. Die Rentnerin möchte ihre Vene jedoch mittels eines Lasers veröden lassen. Ihre Krankenkasse übernimmt die Kosten für diesen Eingriff nicht. Beim Lasern wird die Vene zunächst punktiert. Wir führen dann eine Glasfaser in die Vene ein und unter örtlicher Betäubung wird dann die Glasfaser langsam und definiert zurückgezogen, sodass wir eine bestimmte Laserenergiemenge auf die Vene einbringen können. Durch diese Laserenergie zieht sich die Venenwand zusammen und letztlich kommt es zum Verschluss der Vene. Die Patientin bekommt nur ein Beruhigungsmittel. Sie kann den Eingriff auf dem Monitor des Ultraschallgeräts mitverfolgen. Können Sie sehen, Frau Adolf? Da sieht man jetzt halt den Laserkatheter ziemlich genau in der Mitte als weißes Pünktchen. Vom Veröden der Vene spürt die Patientin nichts. Haben Sie denn für heute noch was vor? Ich darf ja auch nicht. Ja, doch, Sie können im Grunde alles machen. Sie sollten nur keinen Sport treiben. Okay, dann machen wir jetzt noch Pflaster drauf und dann haben Sie es schon, ne? Unmittelbar nach dem Eingriff kann Rosemarie Adolf wieder nach Hause gehen. Joanna Denin hingegen wird eine Nacht hier im Venenzentrum in Bochum bleiben müssen. Ihre Krampfadern müssen komplett entfernt werden. Mein Vater und auch meine Oma hatten Krampfadern und jetzt in der Schwangerschaft meiner Tochter sind die Krampfadern noch stärker geworden. Ich hatte teilweise ganz blaue Füße und ja, das war natürlich ein Problem, auch beim Laufen hat das pulsiert und unangenehm gepocht und teilweise waren das auch sehr schwere Beine dann, ja, unangenehm einfach. Das Laserverfahren kommt für die junge Mutter nicht in Frage. Diese Dame hatte einen sehr großen Durchmesser der Vene schon gehabt. Was es auch ein Zeichen dafür ist, dass die Erkrankung weit fortgeschritten ist. Und die Venen waren äußerst geschlängelt, sodass man also hier wahrscheinlich Schwierigkeiten gehabt hätte, mit einem endovenösen Verfahren diese Vene erfolgreich zu behandeln. In einer kleinen Operation wird die Vene abgetrennt und aus dem Bein herausgezogen. Das klingt blutiger, als die OP tatsächlich ist. Die Methode nennt sich Stripping. Der Arzt macht zunächst am oberen Ende der geschädigten Vene einen kleinen Schnitt und bindet die Krampfader ab. Mit Hilfe eines dünnen Metallstabs kann er sie anschließend komplett herausziehen. Dieser Eingriff wird von der Krankenkasse bezahlt. Jetzt kommt ein kleiner Piekser und dann wird die Vene, wie wenn man sich eine Bluse aus oder ein Hemd auszieht, sozusagen in sich auf links gedreht und herausgezogen. Mit wenigen Stichen und Pflastern werden die kleinen Schnitte anschließend wieder verschlossen. Die Entfernung einer Vene dauert in der Regel nur etwa 20 Minuten. Und, wie ist es gelaufen? Ja, wunderbar. Die Operation war ein voller Erfolg. Wir haben beide Venen entfernt, wir haben alle Seitenäste entfernt. Und ich glaube, der Dame wird es jetzt besser gehen. Und ich hoffe, dass sie danach keine Beschwerden mehr hat. Die entfernte Vene fehlt dem Körper übrigens nicht. Es gibt noch genügend weitere, die ihre Aufgabe mit übernehmen.